Heute ist ein besonderer Moment, wo viele Leute viele Jahre darauf gewartet und auch geschafft haben. Die Eröffnung vom ersten Abschnitt, die Eröffnung vom Burgtunnel. Leider können wir den Tag aufgrund von uns allen bekannten Einschränkungen nur im kleinen Rahmen feiern. Was heisst das für Küssnacht? Ziele sind gesetzt und ich glaube, die können wir alle wirklich abhaken und erfüllen oder noch daran arbeiten miteinander. Entlastung vom Dorfkern und von den Wohnquartieren vom Durchgangsverkehr. Heute hat es zwar die zu Küssnacht waren, noch nicht so danach ausgesehen, aber morgen sieht es anders aus. Verbesserung von der Erreichbarkeit vom Zentrum, der Erhöhung von der Sicherheit für den Langsamverkehr, aber auch die Aufwertung vom Zentrum durch die Umgestaltung mit den flankierenden Massnahmen. Und die Entwicklung vom Standort Küssnacht und der Erhöhung von der Lebensqualität von Küssnacht, die können wir oder wollen wir erreichen. Es braucht aber auch zu diesen Schritten, die ich jetzt aufgestellt habe, noch viel Arbeit und es braucht auch Zusammenarbeit von allen Leuten, die da irgendeine Art und Weise involviert sind. Ja, geschätzte Damen und Herren, sehr gerne bin ich heute hierher gekommen. Ich musste nicht lange müssen, wer weiss, ob ich die Einladung vom Gendry-Tunnel zu Wort ziehe oder die von Küssnacht. Da liegt mir Küssnacht doch einiges näher. Und heute, wir haben tatsächlich Grund zur Freude. Es ist ein wichtiges Bauprojekt für den Kanton Schweiz und ich nehme auch ein grosses Wort. Ich glaube, es ist ein historisches Bauwerk für den Bezirk Küssnacht. Die Baustelle, der Berg, hat uns auf Trab gehalten. Wir haben zwar sehr gut gestartet, es ist lang nach Zeitprogramm gelaufen, sogar ein bisschen Zeit aufgeholt. Wir waren leicht im Vorsprung, bis dann im Juli 2017 auf der anderen Tunnelseite wir einen Wassereintritt hatten, der uns dann gezwungen hat, die Arbeiten dort abzubrechen. Die Leute, die Ingenieure, die Planer, top Idee gehabt. Wir haben alles da an diesem Platz angezügelt und haben eigentlich unverzüglich hier weitergemacht. Und am 20. September 2017, dürfte vielleicht gerade schon darunter zu suchen stehen, haben wir den Tag gebraucht. Und das war dann definitiv ein Loch zu viel gewesen. Wir mussten die Arbeiten einstellen, neu überdenken. Die Planer waren stark gefordert und mich hat es beeindruckt, wenn nach 6 Monaten, halt eben vorher, aber nach 6 Monaten haben wir bereits wieder weiterarbeiten können. Wir haben immer gesagt, im Sommer 2020 werde ich mir das übergeben können, trotz aller Schwierigkeiten. Wir halten es ein, wenn wir gnädig sind, nach dem ordentlichen Kalender und nicht meteorologisch, wo der Herbst jetzt plötzlich am 1. September anfängt, ist nach meinem Empfinden halt immer noch Sommer. Und draussen haben wir ja Sommer, also haben wir den Termin nach meiner Meinung eingehalten. Die Qualität, bin ich sicher, wird stimmen an diesem Bauwerk und die Kosten. Kollege Rögsetger hat es angesprochen, es wird etwas mehr kosten. Wir haben, oder ich kann mir sagen, das wird dann irgendwo in der Grössenordnung bei 4 Millionen sein. Und ich kann euch sagen, es hat Zeiten gegeben, wo wir die Störungen hatten, hätte ich sofort die Hand an gehabt. Ich habe eins weit Schlimmeres befürchtet. Wenn man so von uns auf die Umfahrung schaut, 1,2 Kilometer, könnte man fast meinen, ja, das könnte doch gar keine grosse Herausforderung sein. Doch Sie wissen es und wir Planer und Unternehmer wissen es, die 1,2 Kilometer haben das wirklich in sich gehabt und der Leidensdruck war in gewissen Phasen also sehr gross gewesen. Ich weiss, dass diese Südumfahrung schon ganz viele Hürden in den letzten Jahren, sprich aber Jahrzehnten schon müssen meistern müssen, dass wir heute hier stehen können. Und das Projekt ist von Seiten Kanton, von Bezirk, von den Politikern im Hintergrund, schlussendlich alle Planer und alle Unternehmungen in der letzten Konsequenz und Hartnäckigkeit immer weiter verfolgt worden. Und darum stehen wir hier, wo wir heute sind. Und ich denke, das war eigentlich die größte Herausforderung an diesem Projekt, das Feuer über sehr viele Jahre zu brennen, damit das wirklich die Südumfahrung heute, oder sprich morgen, kann eröffnet werden. Was prägt überhaupt sonst noch die Südumfahrung? Ich sage, das sind die topografischen Randbedingungen. Angefangen ist im Mitnet. Wir müssen anschließen an einen bestehenden Abschluss, die Zuckerstraße überqueren. Die Umfahrung müsste direkt unter die Arterstraße durch, steigt dann nachher sofort wieder an Richtung Kreis im Nord, damit einerseits da die Einschnitte nicht zu gross sind und andererseits die Werkstraße angeschlossen werden kann. Kommst du oben auf dem Hochpunkt, müsste die Umfahrung wieder nach unten teuchen, damit das Ziel der Straße und die ersten Gebäude können unterquert werden können.
Und dann ist man da drunter durch und dann heisst es wieder nach oben nach von hier hinter einem zu kommen. Also es ist eigentlich eine vertikale Linienführung, nehmen wir rechte auf und ab. Und das tut auf einer Seite doch die ganze Planungsgeschichte von der Südumfahrung ein bisschen widerspiegeln. Küsnacht als grosser Bezirk, als wichtiger Wirtschafts- und Wohnstandort im Kanton Schweiz und als sehr schöner Fleck Erde hat die Umfahrung verdient. Möge sich die Bevölkerung von Küsnacht, aber auch der dahinterliegenden Seegemeinden und vom ganzen Kanton Schweiz, gleich wie wir hier heute an diesem Bauwerk freuen.